Sache ist, ne? Taktik war halt tatsächlich ganz schön gut. Wenn wir mal schauen, wo wir nach Nicehorn kommen. Können wir gucken. Vielleicht können wir uns ja schon ausbilden wieder. Die Fähigkeiten bringen ja doch dann immer ganz gut. Ihr wollt ausgebildet werden. Nice. So ist es richtig. Okay. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Sehr cool. Platte machen wir uns auf. Können wir gleich auf Meister gehen. Sehr geil. Das haben wir auch beides auf Meister. Das langt auch erstmal, würde ich behaupten. Da könnten wir natürlich Geistermagie noch mal ein bisschen hoch machen. Oder Kette und Bogen. Wir machen das so. Wir machen so, so und so. Das ist doch ganz cool. Erkennungsmeister lang, denke ich erstmal. Da machen wir Feuermagie hoch. Hier können wir mal Luft hoch machen, weil wir damit nachher fliegen. Entschärfen. Finden wir immer noch kein Meisternest. Müssen halt noch einen hoch. Einen hochkommen, dann können wir das und das alles machen. Bogenmeister müssen wir halt auch noch werden. Dann machen wir Luftmagie. Also da können wir auch noch kein Meister werden, müssen wir auch noch einen hochkommen. Das lassen wir, wir müssen da auf Feuermagie warten. Okay, machen wir uns mal wieder unsere Liste. Und zwar müssen wir bei Krieger nicht nur Axt, sondern auch... Ne, Axt haben wir schon. Müssen wir jetzt Platte Meister gucken. Platte Meister. Plattenmeister. Dann Schildexperte, Platte Meister, Axtexperte, Bogen. Das haben wir alles gut. Dann hier können wir mal nach Bogen und Kette müssen wir schauen. Bogen, Experte und Ketten, Experte. Was anderes erstmal nicht. Dann hier, Feuermagie noch nicht, Wassermagie. Das ist halt auch immer wichtig, dass wir da mal hochkommen. Und dann schön die Portale machen. Hab ich richtig Bock zu. Chemie-Experte, das ist alles noch nix. Meditation, das ist in Deja, meine ich, ne? Da müssen wir mal schauen. Meditation. Meditation. Experte, so. Dann haben wir das hoch, das hoch. Das haben wir, das haben wir. Speerexperte haben wir schon. Kettenexperte haben wir. Da lassen wir das halt, wie gesagt, für Luftmagie. Bogenexperte haben wir aufgeschrieben, ne? Der Bogenmeister haben wir aufgeschrieben, ja. Erdmagiemeister bald auch. Entschärfenexperte wissen wir auch. Speerexperte können wir wieder rauslöschen. Brauchen wir nicht. So. Dann müssen wir mal schauen in die Notizen. Meister am Dolch, Meister der Axt, Großmeister der Axt.
Eigentlich müssten wir jetzt tatsächlich mal schauen. Ich glaube nicht, dass Bogenexperte und sowas. Hier drin, also Experte ist hier nicht aufgeführt, meine ich. Großmeister nur, Meister, Meister nur, aber nicht Experte. Und ich weiß auch nicht, wie man nach Nighthorn kommt. Was sind denn hier so für Schilder? Tatalia, okay. Und Osten, ja. Oh ne, die machen wir jetzt nicht weg. Da jetzt nochmal das zu machen. Hab ich jetzt gerade nicht so Lust zu. Ich glaube, dann. Attacke! Was ist hier los? Bombattacke. Ah, der Wettbewerb. Ich hoffe, ihr seid Wettbewerber. Ihr seid nicht hier, um mir Harmondale zurückzugeben. Wenn ihr den Vertrag anschaut, den ihr unterschrieben habt, werdet ihr auf Seite 9 denke schon sehr ausdrücklich sehen, dass unser Geschäft unwiderruflich ist. Der Handel ist wirklich wasserdicht. Ihr habt die Fahrkarte ja gekauft, jetzt müsst ihr auch mitfahren gehen. Und nun gibt es noch etwas, worüber ich euch unterhalten möchte. Okay, eine Feder. Ein Brief von Norbert Rush, dem Historiker. Lasst mich sehen. Er will den Pfauenfeder, eine Zeichnung des Vertrags von Pierpont verwendet wurde, ja. Nun, da er auch anscheinend das angebliche Original des Vertrags besitzt, sollte er wohl auch der Federkiel ihm gehören. Er hat mir im Gegenzug jedes beliebige Stück aus seiner Sammlung versprochen. Bringt ihm dies und sagt ihm, dass ich ihn bald besuchen werde, um seine Gegenleistung entgegenzunehmen. Aha. Okay. Wache, halt! Mann, der denn? So. Da kann ich mich nur heilen lassen. Ich denke mal. Dann haben wir hier jetzt erstmal alles, ne? Lass mich mal kurz schauen. Die Experten. Für Bogen und Ketten. Bogen, Bogen, Bogen. Experte ist in Barkada Desert und Forest. Bogen ist in Forest, das dachte ich mir schon. Und Ketten ist in, hoffentlich auch in Forest. In Avery. Oh, nee, in Forest, ja. Und in Tatalia ist hier sogar. Hier soll sogar auch einer sein. Experte Panzer, Großmeister Axt, Meister Schild. Experte Speer, bitte Keule, Experte Schwert, Experte Feuermagie, Arms Master. Aha. Meister der Reparatur, Experte Kette bei der 23. Ah, okay. Ah, okay, das können wir doch uns schnell anschauen. Kettenexperte. Sehr nice. Papp, papp, papp. Dann können wir uns das rauslöschen, die Kettenexperten. Plattenmeister müssen wir nochmal schauen, wo der war denn der jetzt. Dolch am Axt, Axt, Speer, Speer, Meister Schreitkolben, Meister Luftmagie, Luftmagie, Großmeister, Meister der Erdmagie, Erdmagie, Seelenmagie, Großmeister, Körper erkennen, Reparatur, Sinn, Großmeister des Entschärfens, Ausweichen, Kampfkunst, Stehlens, Alchemie. Aber Platte steht ja nicht, ne? Wo ist denn Platte? Panzer. Meister ist in Erikshamn. Ah, okay. Da müssen wir doch eh hin. Da müssen wir doch eh hin. Können wir hier doch eigentlich weg oder müssen wir jetzt hier noch irgendwie.
Doch, wir müssen hier noch irgendwas machen. Besucht den Strahlenmond. Besucht die drei Steinmonolithen in Teichha auf den Heavenmorn-Insel und in Evely. Okay, wählt einen Richter, bringt Person Federkrieg zu Norbert Schwanz in Erichsa. Okay. Bringt Vasilpriest zum Feenkönig. Gewinnt alle. Okay. Wählt einen Richter als Nachfolger für Richter Cray. Okay, 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 okay. Das Geheimnis war. Steinmonolithen. Es wart. Wir hauen jetzt hier einfach mal ein bisschen noch die Trolle um, würde ich mal behaupten. Erstmal gucken wir, ob hier noch irgendwie was ist. Ich glaube aber nicht. Und dann machen wir hier magisches Auge mal an. Aha! Machen von ihr Heldentum an und von ihr auch. Ja. Großmeister wäre ganz geil in Seele. Und dann hauen wir hier mal die Restlinge noch weg. Ich würde mal sagen, es ist eine ganz klare Geschichte. Ah, was ist denn hier hinten drinne? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Was haltet ihr denn jetzt für Jungs? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau, dau. Oh. Die schützende Geist so schlecht. Deswegen machen wir nochmal was anderes. Wir heilen uns hoch. Wir heilen uns. Nochmal. Und dann machen wir auf jede Waffe den Bogen. Das drauf. Diese Verzauberung Waffe wird permanent. Oh, das ist auch nice, ne? Noch ein oder zwei hochkommen. Ah, da geht's ja gar nicht. Ja. Und jetzt fehlt nur noch von unserem Krieger, ne? Oder vom Krieger. Ja, sehr geil. So, und dann machst du nämlich jetzt auf alle. Oh, ein schönes Schild. Ist sogar direkt auf alle. Aha. Und jetzt sollte das eigentlich, denke ich mal, nicht mehr so das große Problem sein. Mhm. Ja. So. Und jetzt glaube ich nämlich, dass wir die ganz gut weghauen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer? Ganz anderer Schaden, glaube ich, kommt da jetzt rein. Oh, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ha! Nur ein Kratzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! 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 Nur ein Kratzer. Ist zwar nur ein Kratzer? Ey, die machen trotzdem immer noch ganz schön viel Schaden, ne? Könnte man den Elite-Schützen jetzt wegmachen? Au! Der macht auch nur 15 Schaden. Unser Bogenschütze. Thank you.
Erstmal einen kleinen Ruck. Oh, warum musst du denn noch drauf gehen? Aber da wir hier nichts machen müssten, können wir das eigentlich auch erstmal weglassen. Machen wir nur Auferstehung. Geht zwar nicht ganz so gut. Aber es ist erstmal ist es, wäre es egal. Ja. Deswegen lassen wir das so. Wir könnten natürlich nochmal schauen. Sind hier sind immer noch mal ganz gute. Warte mal kurz. Bei der einen Insel da vorne sind immer noch mal ganz gute Rüstung zu kaufen bei dem Händler. Können wir noch mal schnell reinschauen. Guten Tag, darf ich helfen? Habe ich noch was im Inventar? Nur das. Was hast du denn so? Oh, Kriegsdreieck. Dreizack. Mit ordentlich Schaden drauf. Nicht ganz verkehrt, aber... Nicht das, wonach ich suche. Danke. Guten Tag. Aha. Auch nicht das drauf, wonach ich suche. Plus 15 auf Glück und regeneriert die Zauberpunkte mit der Zeit. Ist nicht scheiße, der Kappe. 7 Charisma. Was wir noch mal schauen können. Wir Kommt haben ja noch die hier. So gut wie Erst neu. Müssen wir etwas loswerden. Wir haben ja noch die Zauberlampen. Wenn wir die jetzt anwenden, was passiert? Du gehst bestimmt drauf. Geschick permanent. Bisschen Geschick könntest du noch haben, oder? Ah, das ist schon witzig. Zielgenauigkeit und die Hand-Augen-Koordination eines Charakters. Da hohes Geschick ermöglicht es, einen Charakter den Gegner im Kampf öfters zu treffen. Geschick könntest du verdienen, auf jeden Fall. Geschick ist gut. Komm, und da nochmal 2 und dann restliche ist für sie, wenn es irgendwann mal Charisma geben sollte. Gehen wir jetzt zurück nach Tatalia oder wohin mussten wir jetzt? Ne, da sind wir jetzt ja gerade. Hat ja keinen Sinn gemacht. Your poor party needs healing. Of course. Ahoi! Wie kommt man durch? Die Wüste könnten wir auch. Nee. Wir müssen im Forest für den Bogenexperte nochmal. Was war jetzt Plattenmeister? Wo war denn jetzt der Plattenmeister? In Erisa war das, ne? Nur herein. Nee. Wo ist der Stall? War der Stall nicht hier irgendwo? Da. Da war der Stall. Wir schlafen mal kurz. Hallo, ihr wollt reisen? Da wollen wir noch hin. Hier soll ja auch dann irgendwie der Typ für den Ritter. Da. You mean this one, ne?
Markenkennzeichen des Campen sollen immer dessen Courage sein. Ich kann euch die Campen ernennen, aber bevor ich das tue, müsst ihr mir eure Mut zum Campen beweisen. Die meisten Leute sind im Inneren feige, angsthässisch. Ich bezweifle, dass diese bei euch anders ist, aber falls ihr es doch wagen wollt, soll das eure Aufgabe sein. Vernichtet alle Untoten im Geisterhaus im Tal der Hügelgräber. It would want you to go to Barrow Downs to Big Mansion. It sounded to so you have to clear it. Lots of treasure inside. Big fun. Okay, let's do it! But before we do it, we have to learn something. But where is he? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mit der Geistermagie? Mitglied der Körper? Nein. Streitkolben-Experte. Hä? Wo war er denn? Müsste hier irgendwo sein. Ich werde ihn schon noch finden. Hier mit drin war er ja nicht. Ne? Da war er ja nicht mit drin. Und wir müssen auch noch in das Gebäude da rein. Hold up. Hast ab. Experte Schwert, nein. Experte Lehrer, nein, auch nicht. Kreuzritter, auch nicht. Gegenstandherstellung könnten wir nochmal komplett machen. Schildexperte mit Lusen. Ja, wo ist er denn? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Können wir ja vorhin mal kurz hier reingehen. Medusen. Ich habe doch keine Medusen um. Sind mir echt ein bisschen zu stark. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Soll hier denn gefährlich sein? Kriegsgefangen. Lord Mar berichtet mir, dass ihr die neuen Herren von Harmondale seid. Willkommen in Hochradel. Nun, warum habt ihr um eine Audienz ersucht? Ihr seid die Meute, die Lord Mar ein unsinniges Wettbewerb gewonnen hat, höre ich. Ich muss zugeben, ich habe euch nicht viel zugetraut, bis der Zwergenkönig euch als rechtmäßiger Herrscher von Harmondale anerkannt hat. Ihr müsst irgendwie seinen Respekt verdient haben, sonst würde er nichts mit euch zu tun haben wollen. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, was er in euch gesehen hat, aber vielleicht ist doch etwas an euch. Wir werden sehen. Vielleicht könnt ihr etwas für mich erledigen, das mich dazu bewegen könnte, euch euren neuen Titel behalten zu lassen. Vor kurzem wurde ein sehr wertvoller Vollmächtiger von mir im Tularanischen Forest gefangen genommen. Und das nur, weil er seine Arbeit getan hat. Er wird in einer Höhle wenig außerhalb von Pierpont gefangen gehalten. Sein Name ist Lorenz Steele und sie drohen damit, ihn zu exkutieren, falls bestimmte inakzeptable Bedingungen nicht innerhalb von 28 Tagen erfüllt werden. Bringt ihn mir vor dieser Zeit wieder und euer Lohn wird Respekt, Dankbarkeit und nicht zuletzt auch Gold sein. Dann lass uns bitte das zuerst machen. Müssen da jetzt auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Wir müssen da jetzt als allererstes hin. Wir müssen jetzt in den Forest. Wir müssen jetzt allererst in den Forest. Auf in den Forest. Kommen wir von hier in den Forest? Was steht hier? Fort River Stride, okay. Okay, dann gucken wir mal, wo der Reitstall hin will heute. Hallo, ihr wollt reisen? Ah, nee, da wollen wir ja nicht hin.
Ja, wir müssen ja zuerst in Forest. Das nützt ja nichts. Wir müssen uns ja zuerst drum kümmern. Ahoi! Willkommen an Bord! Da kommen wir ja gerade. Ich bin mir auch unsicher, ob wir nicht sogar von hier dahin kommen. Zu Fuß. Das ist die Wüste, Bakara-Wüste. Können wir hinten nochmal schauen? Ah ja, und das hier noch alles machen. Langt. Dann werde ich ja mal hier gucken, wie wir zaubern. Irgendwas richtig Gutes? Nö. Alles voll. Alles voll. Komm schon, noch ein paar Zauber wäre noch cool. Ein paar Zauber? Ne. Leider keine Zauber. Leider keine Zauber. Hätte ich genommen. Wem soll das denn nützen? Kannst du einfach mal haben. Ach, ich kann auch nicht alles. Oh, nettes Schwert. Sehr, sehr nettes Schwert. Netter Helm. Durch muss ich verkaufen. Bringt mir persönlich weniger. Keine Ahnung. Netter Umhang. Netter Ring. Keine Ahnung. Spruchrolle. Das war alles nicht spruchreif hier. Oh Mann. Der war schlecht. Ich weiß nicht, was das ist. Das muss ich auch noch alles erkennen. Oh, das wird viel. Ganz nett, aber unnütz. Das Schwert braucht auf jeden Fall unser Krieger. Sehr, sehr geil. Das ist richtig geil, das Schwert. Könnte ich auch zwei Schwerter nehmen? Könnte ich auch. Könnte ich natürlich auch noch machen, solange er nicht, Weiß ich nicht. Da passt nichts mehr rein! Nichts mehr rein. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Den einen Ring habe ich noch nicht erkannt, was das ist. Den Ring muss ich noch erkennen. Was ist das für ein Gürtel? Gürtel, oh Glück, kannst du immer gebrauchen. Kriegst du nämlich vielleicht den? Nein. Ich glaube, der kann weg. Einfach nur plus 7 Schutz. Bob. Was kannst du hier? Plus Trefferpunkte. Kriegst du einfach und dann kriegst du nämlich noch den. So. Immer so ist das ganz gut. Wem soll das denn nützen? Resistenzgeist kriegst auch einfach du. Ganz nett. Aber unnütz. Ausdauer und Geschick. Bam. Weil du brauchst die Attribute Geschick, ne? Ja. Geschick, Zielgenauigkeit. Ja. Rüstung plus 12. Plus 10, dann machen wir so. So. Und du kriegst einfach nochmal den. Weiß ich nicht. Das ist ein Speer. Da passt nichts mehr rein. Aber noch kurz dem. Jetzt müsstest du ihn aber können. Kenn ich nicht. Ich habe keinen Platz. Ganz nett, aber unnütz. Der Speer ist vielleicht besser als der. Ich würde jetzt müssen wir etwas einfach auswählen. Mal behaupten, ja. Der ist schon besser. Kenne ich nicht. Add-Resistenz. Braucht den vielleicht irgendjemand? Ich glaube, die haben alle bessere, ne? Wem soll das denn nützen?
Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Kann sich das alles... Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Die Schuhe kann vielleicht jemand haben. Körperresistenz plus 12. Und Rüstung 8. Intelligenz ist zu gut dafür. Nimmst du die? Kannst du ganz gut gebrauchen. Ja. Kenn ich nicht. Dann kriegst du noch das. Und das verkaufst du alles hier. Uli Lederrüstung. Nee, hat er eine bessere auf jeden Fall. Das kann auch. Oh, plus 3, plus 10 Stärke. Nee, den behältst du den. Und dann kann der verkauft werden. Der kann da auch. Weiß ich nicht. Da passt nichts mehr rein. Wolltest du dir nicht mal neben hier die Schrift rollen? Kenn ich nicht. Da passt nichts mehr rein. Ganz nett, aber unnütz. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube jetzt, haben wir gleich alles erkannt, ne? Ja. So, das hast du schon. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Okay. Verkaufen wir jetzt erstmal. Guten Tag. Darf ich helfen? Schönen guten Tag. Ich habe immer was zu verkaufen. Ich hoffe, das bringt Ihnen vielleicht was. Guten Tag. Das kannst du nicht. Danke. Das verkaufen wir alles. Ach, auch alles weg, weg. Was ist das? Verkaufsrechnung. Ja, ist okay. Einfach mal hin da. Einfach mal wegschmeißen. Also irgendjemand muss den ja haben. Ah, der weg. Ist da mehr Rüstung drauf? Charisma plus 7. Oha. Damit sind wir ja bei 9. Da fehlt nicht mehr viel, bis sie ihre 50. Oh, Glück ist schon gut, ne? Bis sie ihre 50 Charisma zusammen hat. Nicht mehr viel. Das alles dahin. Dieses Sortieren hier immer, das ist echt nervig. Aber muss nun mal gemacht werden. Ganz nett, aber unnütz. Sklaven, nein. Och, weg damit. Dann kann das alles verkauft werden, so gut wie. Guten Tag. Nein, das habe ich, glaube ich, die Charisma. Nee, habe ich nicht. Gut. Danke, bis dann. Guten Tag, darf ich helfen? Ich denke mal so, es ist doch ganz brauchbar alles. Müssen wir nur noch einmal zu dem Krimskramladen da. Kann ich euch helfen? Und so habe ich es doch ganz gut verkauft alles. Ach, ich kann
kann auch nicht alles. Den wollte ich nicht verkaufen. Aber egal. Egal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Kann das sein, dass da vorne der Forest ist, wo ich hin muss? Oder ist das Harmondale? Weiße Grundnacht. Was ist? Tatalia? Lull. Wenn er jetzt nicht gerechnet. Harmondale. Ich muss dann schauen, an welchem Tag man nach Forest kommt. Forest kann ich ja auch dann gleich Bogenexperte noch lernen. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Ahoi! Willkommen an Bord! Muss kurz schauen. Reisen von Desert, nein, von, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Kommt man gar nicht nach Forest? Ah, okay, kommt man von Harmondale nach Forest zumindest? Ja, von da will man nach Forest kommen. Gut, dann bin ich dahin, gehen kurz in die Burg rein. Da habe ich noch einen Zauber, den wir noch lernen könnten. Und wir können unseren Golem nochmal abgeben. Hallo, ihr wollt reisen? Es geht sofort. Schnell bohr ich mal rein. Kicken wir doch mal noch. Oh, das ist doch mein Golem. Ist das mein Golem? Ja. Warum ist denn jetzt mein Golem feindlich? Gehen wir frische Luft. Raus hier. Aber dann, das will ich jetzt aber nochmal machen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Wolf uns angreift auf einmal. Was hat er denn für ein Problem mit uns? Was soll der Geiz? Dann machst du hier einmal Segen wieder drauf. Und wir brauchen den Helden. Du kannst uns gern das Schild geben. Das ist alles nur gegen Fernwaffen, ne? Da kannst du trotzdem das... Ah, ich auch nicht. Oh yeah. Kannst du mal auf deine Waffen machen. Gut. Deine Waffe? Auf deine eigene. Obwohl der Hof gebringt. Egal, jetzt geht's. Und komm her, ey. Keine Ahnung, was du wirklich hast, aber irgendwas passt ja wohl für mich. Macht auf jeden Fall nicht viel Schaden. Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nein, kurz vor Ende geht die nochmal drauf. Ich hab wieder einen Golem Teil. Toll. Soll ich denn immer mit dem Golem teilen? Wir könnten ja einbrechen.
Hier rein müssen wir. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Vorsicht auf euren Wegen. Siehst du, da haben wir nämlich noch ein Lähmungsheilungsbuch. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Verkauft. Hä? Was soll das denn sein? Charisma plus 12, ich glaub's nicht. Weiß ich nicht. Super gut. Damit haben wir unser Charisma nämlich auch zusammen. Den können wir handeln, ganz hoch machen. Sehr geil. Das machen wir direkt nach Forest, würde ich sagen. Alles klar. Ja, du musst hier natürlich direkt den... Hä? Was soll das? Ne? Ganz nett, aber unnütz. Über eine rote Rüstung. Gut, dann war wohl ganz gut zu. Damit kann ich nicht umgehen. Alles klar. So gut wie neu. Sind die Teile hier auch irgendwie bei irgendjemandem? Nö. Okay, dann hast du hier dein 12 Charisma Ring. Oder im Fuß können wir nochmal reinpacken hier. Zack. Klickt ja einfach so Fuß in der Truhe, auch gut. Feier ich. Ja. So passt das alles. Hier irgendwas Neues. Nö, ne? Botschafter, edle Herren, Botschafter, Hände lächelt in höchsten Art. Ihr versucht doch immer eine Entscheidung zu treffen. Ihr solltet mühsam wissen, dass eure Wahl sehr wichtig für uns ist. Benötigt ihr vielleicht einen Hinweis? Richter Schnelle ist in Deja, dem Land nordwestlich von Erisa. Ihr müsst zu ihm reisen und ihm mitteilen, dass ihr ihn für diese Aufgabe ausgewählt habt. Bringt ihn dann zum okay. Ja, ich weiß noch nicht genau, welchen wir dann nehmen. So, das ist mein Forest. Auf zu dem Forest. Und wir hätten jetzt, sind die alle wieder da hinten. Ne, tatsächlich nicht mal. Tal der Hügel. Osten. Ah, okay. Ach, scheiße, das wollte ich noch verkauft haben. Egal. Egal, wir müssen jetzt in Forest, wir müssen den einen Typen befreien. Weiß noch nicht, ob ich für die Elfen bin. Bogen. Wir müssen noch Bogen lernen. Ich glaube aber, Bogen ist nicht hier, sondern Bogen ist da vorne. Und das sind drei Häuser aufeinander, wo du irgendwie was lernen kannst. Ich glaube, dass das hier Bogen war. Kiwi, okay. Müsste aber lernen, oder? Ein Auftrag. Dass ich mir das auch nicht mal merken kann oder so, ne? Das ist eine Bank. Das ist. Die machen bald auf. Was ist irgendwas anderes? Handeln, Experte. Deutsche Experte mit dem Auftrag. Meister Jäger. Ich bin der Jäger. Kein Bogenexperte, kein Bogenexperte. Erdmeister, Scheinkreis. Fingerkick Großmeister. Nee, das sind alles andere. Das sind, vielleicht. Er könnte noch da vorne sein. Ist der. Warte, ich
hier vielleicht den erkennen, Großmeister. Sechser Sinnmeister ist hier auch bald, ne? Das dauert nicht mehr lange. Hat sie hier auch. Die 7, aber erstmal wollen wir Luftmagie noch eine hochbekommen. Finde ich persönlich recht wichtig. Geheimgang. Geheimgang. Vor allen Kriegen hat mein Großvater einen an einem Fluchttunnel von Elfen und Schloss bis in die toleranischen Höhlen gearbeitet. Ich glaube nicht, dass er jemals verwendet wurde, aber es ist doch noch ein interessanter historischer Teil, oder? Findet ihr nicht? Es ist auf jeden Fall. Großruine, die Quest müssen wir halt auch noch machen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich gucke gleich wieder nach. Ich habe keinen Bock, hier wieder 80 Jahre umzuschauen, bis ich gefunden habe, wo es den Bogenexperten gibt. Außer er ist jetzt. Die haben zu! Die haben zu! Ledergroßmeister. Oh, aber ich guck jetzt nach. Bogen ist Tier, Experte, Tolerantischer Forest. Und dann ist der Level 4. Da, Experte Bogen. Ist bei der 13. Aha. Okay. Da bin ich doch gerade fast gewesen. Ich bin da doch. Lol. Wenn ich nicht runtergefallen wäre, hätte ich es so gefunden, ne? Muss ja hier drin sein. Ja, da war ich doch. Noch irgendjemand Bogen-Experte machen? Nee.